Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Morgen-Update. Nun formiert sich wieder eine Luftmassengrenze über Deutschland. Das Ganze wird von Ostfriesland über den Harz bis zum Erzgebirge der Pfalz sein. Hier überwiegen die Wolken, da fällt auch teilweise Regen. Und auch von Südwesten her drückt so eine Front rein. Das heißt, in der gesamten Südwesthälfte wird es ebenfalls überwiegend trüb sein. Und da kommt in der Nacht zu Dienstag vermehrt Regen auf. Auflockerungen gibt es noch im Südosten, da bleibt es trocken. Und auch im äußersten Nordosten, also im Ostumfeld, da funkeln zum Teil die Sterne. Hier wird es auch kalt, in Vorpommern 0 Grad. Am mildesten bleibt es entlang des Rheins bei Tiefstwerten von 7 Grad. Unbeständig geht es somit dann auch durch den Dienstag. Die Luftmassengrenze verändert sich kaum, die liegt nach wie vor von Nordwest nach Südost, etwa auf einer Höhe Niedersachsen bis herunter zum Erzgebirge. Und sonst nach Südwesten überwiegen ebenfalls die Wolken. Da bleibt es trüb, teilweise fällt etwas Regen. Recht freundlich wird es in einem Streifen von Hamburg und Schleswig-Holstein bis hinein nach Berlin und Brandenburg. Also da zeigt sich teilweise die Sonne. Deutlich kühler ist es im Nordosten, also in der gesamten Nordosthälfte. Hinter der Luftmassengrenze erwarten wir nur Tageshöchstwerte von 5 bis 9 Grad, in der gesamten Südwesthälfte 10 bis 13 Grad. Im Laufe der Woche setzt sich dann allmählich wieder die Sonne durch. Es wird auch etwas milder, denn es kommt wieder Südföhn auf.